Herzlich willkommen zurück zu The Search. Wir sind wieder mal mit Warren unterwegs. So, also, letztes gerne. Mal, oh, ja, wir helfen gerne. Danke, 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 danke. Ich muss mal ganz kurz meinen, so, wir helfen gerne. Das ist schön. Wir haben das letzte Mal ja ganz, ganz, ganz viel erforscht und auch ein paar Abkürzungen freigeschaltet. Also, das muss ich ja sagen, das ist richtig, richtig schön und nice gewesen. So, also hier geht's runter. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir hier um die Ecke was freigeschaltet. Ja, komm her. So, der wäre hinne. So, und dann geht es hier rein, ne? Das hatten wir das letzte Mal freigeschaltet. So. Da ist einer. Den brauchen wir nicht. Und. Den nehmen wir uns. So. Gut. So, der gibt uns ein klein wenig Wolfram-Legierung. MK2. Was brauchen wir eigentlich um unsere Waffe hier? Ah, hier die beiden Sachen. Die Arme, die müssten wir nochmal aufwerten, ne? Ja, aber das kommt später. So, und dann kommen wir hier runter, ne? So, das ist hier. Das ist ja cool. Oh, da ist einer. Den nehme ich mal. So. Schrott, wem Schrott gehört. In diesem Fall Myrrh. Der mir gehört der Schrott. Ich bin der Schrotthändler. Kann man hier eigentlich irgendwie, bevor ich jetzt da runterspringe, da geht es nicht lang. Moment, hier unten, da ist so einer. Wir gucken mal. Okay. So, was haben wir hier? Oh, das ist ja schön. So, das können wir noch nicht aufmachen. Nein! Kack die Wand an! Wo kommst du denn her? Naja, gut, okay, ich weiß, wo du herkommst. So, geh ins Land der Träume, mein Lieber. Sodele. Hä? Okay, mach mal hier auf. Dann kommt aber sicherlich doch von da aus dieser Typ da vielleicht angelaufen. Den möchte ich eigentlich nur ungern begegnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wo geht's denn hier lang? Hä? Okay. Waren wir hier schon? Okay. Einmal kaputt hauen. Okay. Dann haben wir hier. Was haben wir da? Vital Boost 1. Yeah. Super. Vital Boost 1. Genau das, was ich haben wollte. Können wir hier irgendwas aufmachen? Ne. Ne, 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 ne. Oh, oh, oh. Ich wusste doch, dass der jetzt kommt. Oh. Das bekommt man davon, wenn man mal einen Moment lang mal nicht weiterspielt, ne? So. Zum Glück haben wir jetzt 7. Achso, hier müssen wir ja raus, ne? Haben wir ja 7. Oh nein, 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 nein. Noch so einer. Nein, 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 nein. Oh. Boah. Meine Güte, nee. Puh.
Puh. Ja, komm. Hey, du. Du Ungepanzerter, du. Nein! Ja, also manche Sachen, da ist man echt, wenn man irgendwie nicht aufpasst, kriegt man volle Möhre erstmal so richtig eine reingewirkt. Danke. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Okay. Keine Sorge, nichts Schlimmes. Ich habe mich nur gefragt, ob du mir etwas Altmetall besorgen kannst. Waren wir da beim letzten Mal schon? Boah, ich weiß es echt nicht. Hab eine kurze Pause hinter mir. Wofür brauchst du das Altmetall? Wozu brauchst du das ganze Altmetall? Ich baue etwas. Jo. Es ist wichtig. Sehr. Na, wenn, dann ist es sehr wichtig. Man könnte sagen, es geht um Leben und Tod. Ja, wir kämpfen hier auch gar nicht so einfach nur ums Überleben, wie wir versuchen. Wer bist du? Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Ich meine, wer bist du? Oh, da kann ich dir helfen. Ich bin Joe. Hi, Joe. Auf jeden Fall kenne ich dich. Entfernt. Und ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen. Wow. Was ist, wenn ich Nein sage? Was, wenn ich lieber behalte, was mir gehört? Nun? Ich wäre sehr enttäuscht. Boah, mit der Alten stimmt doch irgendwas nicht, oder? Viel. Glaub mir. Und wenn du mir hilfst, wäre ich so unendlich dankbar. Boah, ich habe aber keine 5000 Altmetall. Tut mir leid, so viel habe ich nicht. Ich kann warten. Zumindest eine kleine Weile. Ich muss jetzt gehen. Ich verstehe. Ich werde hier sein, falls du deine Meinung änderst. Das... ja. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die hat doch irgendwie einen Zacken in der Krone oder wie auch immer man das nennen mag. Ach, hier waren die Typen. Hier waren wir doch... ja, hier waren wir schon. So. Moment. Oh, bevor ich das mache... Schemata. Haben wir von denen schon? Ja, wir haben Arm und... wir haben Arm und Bein. Das heißt, Brustkorb wäre Körper. Hier, komm. Ja, ja, komm. Au! Und das gehört mir. So. Schemata. Hm. Ja. Aua! Wir stehen da ein klein wenig in der Säure. So. So, ich glaube, die Waffe hatten. Die Waffe haben wir schon, ne? So. Jetzt fehlt uns ja von dem nur noch der. Der Helm, ne? Ja, ein Helm. So. So, damit hätten wir die komplette Rüstung und... ja, wo geht's jetzt weiter? So. Ja, super. Oh, 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 oh.
So. Okay. Boah, wie ich die hasse. Und das ist hier so ein komplett enger Raum. Hier ist aber nicht nochmal irgendeiner, der uns dann in den Arsch tritt. Rechtes hinteres... Oh, hinteres Bein. Nein, nein, nein! Nein! Nein, 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 nein! Wow. Drecksarsch. Nein, nein, nein. Nee. Spiel ihn nicht mit. Und außer Gefecht. Puh. So. Geht's hier rein? Wahrscheinlich wieder nix. Ja, kann im Moment nicht geöffnet werden. Ja, ja, ich verstehe schon. Wie viel? Wir haben fast 5000, oder? Also, wir könnten ihr was abgeben. So ist es jetzt nicht, ne? So, was geht? Ist das Ops? Ops, da hoch geht's zu Ops. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. So. Das war aber eine sehr, sehr gute Nahaufnahme. So, hier geht's zu Ops. So, schauen wir doch mal. Ja, okay, okay. So, ich will jetzt hier nichts riskieren, deswegen... Deswegen gucken wir mal lieber so ein bisschen um Ecken. Oh! Hey, super! Schrotthaufen aus seltenen Materialien. Das finde ich gut. Oh, super! Wolframlegierung MK3. Da ist nichts drin. Ach ja, das ist doch super. Hier war auch nichts. Ein Audiolog! Dee, kommst du noch? Ich habe gestern 30 Minuten auf dich gewartet. So lange kann ich nicht draußen sein. Ich brauche diese Dinge, aber wenn du sie nicht beschaffen kannst, ich habe andere Quellen, also mach dir keine Sorgen. Lass mich nur wissen, ob alles okay ist. Okay, geht die auf? Nein, natürlich geht die nicht auf. Warum sollte sie auf? Zugang nur für befugtes Personal. Guck mal einer an. Oh, nee. Jetzt braucht er so Ewigkeiten, bis er hier hochkommt. Komm. Komm, du hast doch sicherlich so eine super tolle Panzerung. Dann kann ich theoretisch hier von dir... Ich will nicht in deinen Schleim da reintreten. Das finde ich irgendwie eklig. Au! Boah. Oh, was war das? Ja, hab dich. Hab dich. Super, super, super. Okay. Ah, super. Da unten ist einer und da...
Okay, wir überladen erstmal. Und da geht's zu Ops. Da geht es zu Ops. Schauen wir mal. Hier waren wir noch nicht, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber wenn das dann... Ist das vielleicht der... Ist das der Fahrstuhl? Ja, das ist der... Ja, wie geil. Wie geil. Ach ja, komm, dann nehmen wir den gerade mal mit. Guten Tag. Was sind dann eigentlich nochmal, das ist eine Leichtrüstung, ne? Zerstörte Teile, Schemata. Wie kriegen wir denn hier eigentlich? So. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hin, ne? Willkommen. Yo, yo. La, la, la. Och, das ist so schön. Erstmal alles speichern. So, hier was. Was ich noch nicht probiert habe, ist... Warren, wie läuft's da unten? Irgendwelche Neuigkeiten? Wir müssen raus. Wahrscheinlich können wir jetzt eh wieder nichts auswählen. Bitte, schau dich ein wenig um. Ja, machen wir ja. Ich empfange immer noch Notsignale aus den Produktionsbereichen. Übrigens, du hast da unten Gesellschaft. Hobbs scheint okay zu sein, aber der andere... Hey, das ist ja super. Was weißt du über Davy? Das stimmt nicht mit Davy. Steht nicht gut um ihn. Seine biometrischen Daten sind blankes Chaos. Und er steht immer noch unter Schock. Murmelt ständig, dass er seine Medikamente braucht. Aber dazu steht nichts in den Akten. Okay. Hobbs. Was ist mit Hobbs? Schon mit ihm gesprochen? Kaum zu glauben, dass er nur ein paar Kratzer abbekommen hat. Bei allem, was er durchmachen musste. Er hat da draußen Freunde verloren. Einer wurde direkt vor seinen Augen getötet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss. Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich fühlt. Scheiße. So, geh mal. Okay, ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. So. Ich guck mal ganz kurz hier rein. So. Wir können ja so eine Liquidator-Rüstung eigentlich bauen, ne? Oder können wir sogar... Oh, die können wir sogar schon auf Level 2 bauen. Nee. Exogerüst fehlen uns. Davon können wir auch nur ein Bein bauen. Naja, gut. Aber wir gucken mal ganz kurz. Können wir die hier aufwerten? Nee, dafür fehlen uns Kraftregulatoren. Okay. Ich will hier eigentlich den Negotiator... Moment. Ich will unbedingt ein klein wenig mit dem Negotiator rumhantieren. So. Ausrüstung. Moment. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen zu den Kampftaktiken. Man kann als Favorit markieren. Dann kann man schnell zwischen Waffen hindurchschalten. So, dann nehme ich mal hier meine Hau-Drauf-Waffe und die hier und den Negotiator. Der Negotiator sollte jetzt eigentlich... So. So, jetzt haben wir den. Ich will unbedingt ein bisschen mit dem Negotiator ein bisschen hantieren. Weil... Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Wow. Läuft. So. Hier den einen nehmen wir natürlich noch mit. So ein bisschen. Aber wir haben mit dem Negotiator jetzt auch noch nicht so richtig viel. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie dieses Ausdauerteil. Haben wir da nicht irgendwas gefunden? Hey, Waffenfertigkeit erhöht. Stab Level 2. Mit dem Stab so gut wie noch gar nicht gekämpft. Aber die Typen, die Wachen, die sind ja generell kacke gut mit dem Ding, ne? Dementsprechend gucken wir mal ganz kurz bei den Implantaten, was wir da haben. Hier, medizinischer Monitor, den hätte ich ganz gerne mit. Vitalboost 3, Vanadiumzelle. Boah, was haben wir denn eigentlich hier alles?
Mechanisches Gegengewicht, Version 0.9. Wir können doch hier auch... Wir können die Dinger zerstören. Ich mach mal hier das Ding. Das ist bloß... Ja. Wenn ich überhaupt... Ich nutze es ja, wenn dann, überhaupt nicht. Ausdauerboost. Das Ding hätte ich jetzt gerne drin. Kinästhetischer Verstärker. Einseitig montiert, beidseitig montiert. Verbessert Waffenkenntnis über einseitig und beidseitig montierte Waffen. Ursprünglich ein Nebenprodukt von Kreos Prothetikforschung kehrt dieses Implantat aus unter Amputierten verbreitete Phänomen des Phantomglieds um. Durch den kinästhetischen Verstärker werden sich an das Rig angeschlossene Tools anfühlen, als seien sie Teil des Körpers. So werden die hirneigenen Reflexe benutzt, um Präzision und Lernkurven im Umgang mit ihnen signifikant zu verbessern. Das ist doch eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt gerade mal versuchen, ein klein wenig, Moment. Verbessert die Waffenkenntnisse über Stäbe, einhändig, zweihändige Waffen. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Da haben wir zwar jetzt nicht so ganz viel Lebensenergie, aber wenn ich das so richtig verstehe bei dem Ding... Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte... Willkommen, Warren. Na? Also ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst, wie viel das steigert, aber wir lassen es mal... Also wir haben es ja jetzt ausgerüstet, ne? Bin ich mal gespannt. Und für zweihändige Waffen, wo ich ja jetzt sowieso irgendwie mit rumhantiere. Oh, ich wollte ausweichen. So. Ah, gut. Okay. Also ich muss sagen, es gibt auch einen Sprungangriff. Und das ist das, was auch gerne die Wachen gerne mal gemacht haben. So nach vorne stoßen. Und damit hat das Ding eine wahnsinnige Reichweite. Das macht man übrigens, indem man A drückt und dann kurz danach den Angriffsknopf. Das habe ich die ganze Zeit immer falsch gemacht, glaube ich. Deswegen hat das nie funktioniert. Ich habe das immer versucht, gleichzeitig zu drücken. Aber es gibt bei The Search im Forum so eine ganz nette Hilfe, irgendwie Combat Basics oder sonst was. Das habe ich mir versucht, ein bisschen anzugucken. Und auch so ein bisschen Guide gelesen. Nix Spoiler-Technisches, aber halt, wie man das gegebenenfalls halt hinbekommt. Hä? Hallo? Dann nehmen wir halt das Bein. Mir auch wurscht. Komm her. Ah nein! Ich will nicht den da hinten. Wenn der mich angreift, 2 gegen 1, finde ich immer noch unfair. Könnt ihr sich mal rumdrehen? Nein, ich hatte doch gerade den Körper. So, der Stab macht zwar jetzt weniger her. Und man braucht... Aber man braucht halt ein bisschen... Ich glaube halt auch dadurch, dass wir halt jetzt die ganze Skalierung da jetzt mit den anderen Waffen drin haben, braucht das wahrscheinlich ein bisschen, bis wir... Au, das hat gesessen. Braucht das wahrscheinlich ein klein wenig, bis wir mit dem Stab da gute Ergebnisse erzielen. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, eigentlich so schnell finde ich ja eigentlich ziemlich cool. Au, au, au. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Meine Güte. Auch noch auf so einer dunklen... So einer dunklen Treppe, das nervt. Ah, so. Was?
Der ist gar nicht... Hä? Der hat mich noch gehauen, oder? Was sollte denn der Scheiß? Hier. Au. Au. Hier, von da kommt aber keiner. Ich höre niemanden. Okay. Wow, 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 wow. Nein! Das tut weh, das tut weh. Das, ja. Okay. Puh. Ja. So ein Müll aber auch. Komm jederzeit wieder. Müll. So. Da haben wir auch mal wieder ganz schön viel Metall verloren. Deswegen, ach ja, sehr schön. So, dann nehmen wir mal hier zweihändig. Sicher ist sicher. Da haben wir ja auch ein bisschen, ein klein wenig mehr Skalierung, glaube ich, oder sowas. Und die macht mehr, das ist mehr so eine Wumms-Waffe. Die haut halt rein. So. Da ich ganz gerne mein... mein Altmetall weiterhin behalten möchte. Oh, geh doch aus der Giftmüllgrütze da raus, du Worren. Ja, komm. So. Oh! So. So. Au, au, au. Jo, Hammer. Gut. So. Warte mal hier. Da haben wir hier einmal... Okay, kann ich benutzt werden? Ja, ist schön. Altmetall wieder erlangt. Das kann... Ja, das kann auch nicht. Geht's da lang? Keine Ahnung. Blalalala. So. Ich werde euch nicht aufgeben. Danke. Niemand soll sagen, Benjamin Burke hätte sein Team im Stich gelassen. Finde ich in Ordnung, Benjamin. Ich habe den Weg zu den Fernzügen markiert. Da steht überall Exit in dicken roten Lettern. Nicht mal du kannst es verpassen, Smithy. Finde ich nett von ihm. So. Überladen. Vielleicht gehen dann oben die Türen auf. So. Und das sehen wir aber dann beim nächsten Mal. Ob die Tür jetzt aufgegangen ist. Bis dann. Tschö.